Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des 41 Campus, dem Bildungsportal für Team Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des 41 Campus und Vorstandsvorsitzende der Dirk Nowitzki Stiftung. Unser Anliegen im 41 Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du heute dabei bist. Ich freue mich sehr, dir nun meinen heutigen Gast vorzustellen. Oliver Bierhoff ist ein ehemaliger deutscher Fußballer und einer von 4 Direktoren beim Deutschen Fußballbund. Er trug in 70 Länderspielen das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. 1999 wurde er italienischer Meister mit dem AC Mailand und 1998 Torschützenkönig der italienischen Liga. 2004 übernahm er das Amt des Teammanagers der Fußballnationalmannschaft und in dieser Funktion wurde er 2014 Gewinner der FIFA-Weltmeisterschaft. Seit 2018 ist er Direktor Nationalmannschaften und Akademie beim DFB. In der heutigen Podcast-Folge verrät er uns, welche Werte ihm auf seinem Weg zum Erfolg geholfen haben und was in Zukunft wichtig sein wird für die Talentförderung im deutschen Fußball. Viel Spaß beim Zuhören. Was mir echt am Herzen liegt, ist einfach mich zu bedanken, weil ich es mega finde, dass du dir Zeit nimmst fürs Gespräch heute. Und gerade das Thema Leadership finde ich persönlich mega spannend und beschäftigt uns ja auch im 41 Campus sehr und ist ja also für mich super eng mit deiner Person verknüpft und mit Aktivitäten der DFB-Akademie. Und da konnte ich mich ja auch dieses Jahr selbst überzeugen, als ich mit Dirk da sein durfte beim Leadership Festival. Ja, und da waren wir einfach echt beeindruckt, auch wie erstmal die unterhaltsamen Vorträge. Also da war ich wirklich, habe ich mir eins oder das andere abgeschaut. Und dann aber auch so die Atmosphäre fand ich einfach richtig cool, so dieses familiäre und trotzdem halt höchst professionell, wie da so das Netzwerk dann auch stattfinden kann. Genau, und deswegen fand ich das jetzt ein super Match, dass ich heute mit dir sprechen darf. Im Campus bei uns geht es vor allem um Thema Leadership, aber so mit dem Fokus auf Wertebildung auch bei Kindern und Jugendlichen, um die zu stärken in ihrer persönlichen Entwicklung über den Sport. Und da wenden wir uns vor allem halt an Trainer und Trainerinnen, so in ihrer Mentorenfunktion, in ihrer Vorbildfunktion, einfach, dass man da, weil wir sehen, da ist einfach noch viel mehr Potenzial und auch, glaube ich, manchmal nicht so das Bewusstsein, was man wirklich für eine Verantwortung, aber auch für eine tolle Rolle sein kann für das Leben von Kindern und Jugendlichen. Und da würde es mir jetzt gleich mal natürlich interessieren, auch du kannst ja auch zurückblicken auf eine sehr erfolgreiche, aktive Fußballkarriere und welcher Trainer hat dich da vielleicht sehr geprägt, auch fürs Leben, was konntest du da mitnehmen und warum war das so? Ja, also erstmal danke, dass ich da sein darf und erstmal danke an euch, dass ihr auch zum Leadership Festival gekommen seid. War ein unglaublich tolles Treffen und auch wichtig für unsere Veranstaltung und allein schon euer Slogan hinten, Empower Young People, finde ich einfach super, weil das natürlich auch aus meiner Lebenserfahrung irgendwie ist, wenn du vielleicht was in deinem Leben erreicht hast und im Sport natürlich viel auch mit diesen Höhen und Tiefen und Up and Downs und viel Ehrgeiz hast. Wenn du mit all diesen Dingen so ein bisschen umgehen musst, dann geht das fast beiläufig dazu, dass du auch erkennst, was bedeutet eigentlich Leadership, was bedeutet eigentlich dein Leben selbst in die Hand nehmen. Und das ist eigentlich total wichtig für mich auch, dass egal, ob einer jetzt Profisportler wird oder ob einer Top-Fußballer oder Basketballer wird, dass er eigentlich aus sich das Beste herausholt und dass er eigentlich auch Energie und Kraft hat, sein Leben anzugehen. Als Trainer, und deswegen ist für uns auch im Fußball, sind die Trainer, das macht ihr smart, dass ihr da auch an die Trainer geht, weil das sind natürlich die wichtigsten Personen im Sport, die mit den Spielern arbeiten. Ich habe ein paar gute Trainer gehabt, ein paar schlechte Trainer gehabt. Schlechte Trainer in dem Sinne, nicht weil sie mich nicht haben spielen lassen, sondern eher, weil sie mir eigentlich nichts mitgegeben haben. Ich hatte mein erfolgreichster Trainer war eigentlich Zaccheroni, mit dem bin ich in Italien noch Meister geworden. Der hat mich zum Torschützenkönig in Udine gemacht. Der war aber eher dann so auf der technisch-taktischen Ebene zugänglich, hat nicht so viel mit der Menschenführung gehabt. Da habe ich eigentlich
Ja, da ist ein oder andere auch von Berti Vogts mitgenommen, der mein U18-Trainer, U21-Trainer war, später auch in der Nationalmannschaft. Aber ich muss sagen, von dem, was ich aus dem Sport an Werten auch, an Leadership-Dingen mitgenommen habe, ist eigentlich viel aus Beobachtung und aus einem Mix so zwischen Trainern und vor allen Dingen Mitspielern. Gerade herausragende Sportpersönlichkeiten, das spürst du dann auch in der Mannschaft, wer etwas irgendwie zu sagen hat und was eigentlich notwendig ist, damit du vorne weggehst. Ich verfolge natürlich auch ganz gespannt die neue DFB-Akademie, die jetzt auch da entsteht in Frankfurt. Und da finde ich es nochmal spannend, was die Vision hinter diesem großen Bau auch ist. Und ich habe gelesen, so ein Kompetenzzentrum, aber was ist so eure Vision? Was wollt ihr da auf die Straße bringen? Also die Vision ist eigentlich, ich habe immer gesagt, am Anfang, ich möchte das Silicon Valley und Harvard des Fußballs werden. Das ist vielleicht nur so ein bisschen hochgehoben. Es soll auch nicht zu wissenschaftlich theoretisch werden. Aber eigentlich mein Wunsch ist, wer immer auf der Welt etwas über Fußball wissen will und sich entwickeln will und besser werden will, der muss den ersten Gedanken haben, zu uns kommen zu wollen. Weil da wird ihm geholfen. Da gibt es die Top-Experten. Und da sind eigentlich, da haben wir die letzten Entwicklungen im Blick. Letztendlich fühle ich mich schon verantwortlich über die Akademie, aber auch die Direktion für die Entwicklung des gesamten deutschen Fußballs. Und der Gedanke ist dort, dass wir eigentlich Praktiker und Theoretiker eng miteinander verzahnt arbeiten lassen und die sich gegenseitig immer ein bisschen hochschaukeln, indem ich der Praktiker sagt, das läuft eigentlich mit der Mannschaft ab, die Probleme habe ich. Ich habe viele Spieler, die in jungen Jahren Verletzungssorgen haben oder wir haben Probleme in der Regeneration. Und dann kommen wieder auch Theoretiker, Wissenschaftler, die sagen, okay, wir beleuchten das Thema mal und spielen euch das zurück. Also in der Akademie haben wir den Bereich Ausbildung, die komplette Aus- und Weiterbildung im deutschen Fußball. Das heißt also, wir müssen genau diese Leute, die mit den Spielern arbeiten, besser machen, auf die neuesten Inhalte einstellen. Und wir haben den Bereich Innovation, in dem wir uns eben einfach auch um die neuesten Felder und das neueste Wissen kümmern. Klingt spannend. Vor allem auch die Kombination Theorie-Praxis treibt uns ja auch mal um. Und was ist euch da vielleicht nochmal, weil du ja auch an die Vereine appelliert hast, dass man, habe ich auch gelesen, dass die kreativer werden müssen in der Talentförderung, dass du da einfach nochmal, dass sie da mehr einen Fokus auch drauf legen dürfen. Was ist euch jetzt wichtig in der Akademie für die Talente zu tun und auch vielleicht, was wollt ihr da an Werte bilden oder Fähigkeiten, auf was legt ihr da viel Wert? Also es gibt viele Aspekte, die wir haben. Wir haben eben jetzt auch gesagt, wir wollen natürlich so eine Art Wertekodex durch alle unsere Mannschaften führen, an denen sich auch unsere Trainer halten, aber auch mit einem gewissen Freiraum, also weniger so ein, du darfst keine Käppi tragen oder du musst dies und jenes machen, sondern eher so größere Felder wie Respekt oder Verantwortung, ja, oder Demut, und dann rund um diese Begriffe kann eigentlich jede Mannschaft sich das selber auch ein bisschen gestalten. Aber wir wollen natürlich den Trainern viel Wissen mitgeben, dass sie das entsprechend auch, sagen wir mal, inhaltlich gut auf die Spieler umsetzen können. Wichtig ist eigentlich in der gesamten Talentförderung, dass wir die Entwicklung des Spielers in den Vordergrund stellen. Und das ist in den letzten Jahren weniger passiert. Eigentlich paradox, der Spieler sollte im Mittelpunkt stehen und alles sollte sich darum drehen und danach richten, dass er sich entwickelt. Es ist aber dann aufgrund der Zeit natürlich geworden, Strukturen haben sich gebildet, Interessen haben sich gebildet. Es wurde immer mehr, sagen wir mal, eine Ergebnisorientierung erzielt, anstatt die Entwicklung eines Spielers. Das ist eigentlich so das Kernproblem. Es ist mehr Professionalisierung vollzogen worden im Jugendfußball. Es ist mehr Geld dort drin. Und auf einmal sind alle Beteiligte eher daran interessiert, erfolgreich zu arbeiten, und erfolgreich heißt für die dann ein gutes Mannschaftsergebnis und weniger Spieler mal zu entwickeln, und die Ergebnisse sind erstmal zweitrangig, und daran müssen wir ganz einfach arbeiten, dass wir da
was die Thema Belastung angeht, was die Ansprache angeht und was auch, auch die sagen wir mal, Begleitung angeht, die Entwicklung des Spielers im Vordergrund stellen. Wir haben zu wenig die leise flüsternden Talente mitgenommen. Da sind auch die Altersthemen, also Relative Aging Effect heißt das, also dass man eigentlich immer eher die älteren Spieler nimmt, weil die natürlich gerade in jüngeren Jahren körperlich robuster und stärker sind. Also 3/4 unserer Auswahlspieler waren zum Beispiel aus dem ersten Halbjahr, im ersten Halbjahr eines Jahrgangs geboren. Und das ist natürlich schon ein Unterschied beim 15-Jährigen, ob er im Januar geboren ist oder im November. Und das müssen wir halt auch mit Strukturen und Maßnahmen und Richtlinien versuchen, wieder so ein bisschen gerade zu biegen. Ja, wenn es ums Thema Erfolg geht, und ich glaube, das ist ja immer so die Krux, wo auch die Trainer sozusagen einen Spagat, sie wollen erfolgreich sein als Trainer, um auch ihre, sagen wir mal, ihren Job zu sichern und gleichzeitig aber auch natürlich oder jetzt mehr die Entwicklung in den Vordergrund stellen. Wenn du jetzt so guckst, welche Werte oder welche Fähigkeiten vielleicht haben dir geholfen, jetzt erfolgreich zu sein, jetzt als Spieler, aber jetzt auch vielleicht im Berufsleben? Ja, ich glaube, natürlich ist es alles, die Disziplin ist enorm wichtig. Ich habe eigentlich auch in meiner Karriere gesehen, viele Spieler, die talentierter waren, die nicht nur als ich talentierter waren, sondern auch als viele meiner Profikollegen, die auch erfolgreich gearbeitet haben. Also eine gewisse Ausdauer, Disziplin, Geduld, Kontinuität in dem Arbeiten, das war eigentlich enorm wichtig. Und auch mit den Niederlagen entsprechend umgehen zu können und immer wieder aufzustehen und immer wieder auch den Fokus zu haben. Das ist eigentlich, das war für mich als Spieler letztendlich wirklich entscheidend, dass man da dranbleibt. Und Erfolg, ich sage mal meinen Spielern, es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Das ist, und das wirst du von deinem Bruder wissen, sieht nach außen immer schön aus, aber überall, wo großer Erfolg ist, wo auch hohe Leistung ist, das kommt nicht, wird einem nicht in die Wiege gelegt. Man hat natürlich gute oder bessere Voraussetzungen als manch andere, aber man muss einfach täglich hart daran arbeiten. Und ich habe eigentlich auch das wieder mit den Besten auch gelernt und habe eigentlich auch immer wieder gesehen, dass gerade die Besten die Diszipliniertesten sind. Und ich mag das eigentlich gerne, auch wenn wir über Leadership sprechen, dass wenn du in einer verantwortlichen Rolle bist, nimm deine Rechte ab und deine Pflichten zu. Und viele missverstehen das. Die glauben eigentlich, dass ihre Rechte zunehmen und die Pflichten abnehmen. Aber je höher du kommst, umso mehr musst du gar nicht mehr an dich denken, desto mehr musst du an die Gruppe denken als Leader, desto mehr bist du eigentlich in der Pflicht, auch Dinge zu machen und auch Verantwortung zu übernehmen. Und das habe ich einfach gesehen, dass gerade die Top-Spieler eigentlich nie locker lassen und immer wieder diesen Ehrgeiz haben, Dinge neu zu machen, besser zu machen, nie stillzustehen. Also das ist, wenn du glaubst, das sind natürlich so Phrasen, die man immer irgendwo mal gehört hat, ja, die sind so leicht dahergesagt, aber du musst es wirklich innerlich spüren und leben und nie glauben, dass du irgendwo angekommen bist. Sondern du weißt, das Ergebnis von gestern zählt heute nicht mehr. Und um das Ergebnis von gestern halten zu können, muss ich eigentlich heute wieder mehr machen. Und das hat man im Laufe der Karriere gelernt. Und ich finde es dann auf der anderen Seite, um jungen Menschen auch Mut zu machen, da macht man natürlich auch Fehler. Ne? Und das passiert, ich schmunzel dann immer, wenn natürlich einer die erste Erfolgswelle mitnimmt, dann denkt man sich, naja, irgendwann wird es ja schon mal aufwachen, dass es auch mal richtigen Dämpfer geben wird. Ne? Aber wenn man auf dieser Erfolgswelle ist, glaubt man, diese Erfolgswelle geht immer weiter. Ne? Und das sind einfach wichtige Erfahrungen und wie man dann eigentlich in den Momenten der Schwierigkeiten reagiert, das ist schon enorm wichtig. Ja, das hast du ja auch gerade angesprochen, so der Umgang. Also erstmal sehe ich die totale Parallele zwischen eben Erfolg im Berufsleben und im Sport. Ich glaube, das ist einfach erfolgreich sein. Also im Leben, da gehört eben ganz viel dazu, was du gerade gesprochen hast. Und was ich jetzt auch nochmal tiefer bohren wollte, ist dieses Umgang mit Niederlagen, auch wie du es gerade gesagt hast, dass das echt auch prägt und ausmacht, ob man denn auf lange Sicht auch erfolgreich ist.
Und jetzt in deiner Position finde ich es, also auch als ich so ein bisschen gelesen habe, und ich finde es einfach Wahnsinn, wie man da auch sagen mit Niederlagen oder jetzt vor allem auch mit Kritik umgehen muss. Also was hilft dir da? Weil ich, ganz Deutschland ist immer der nächste Bundestrainer sein und jeder kann beim Fußball mitkamellen und da ist eine Menge Gegenwind. Also wie schaffst du das, damit umzugehen? Also wie du richtig sagst, es ist eigentlich im Sport so, es ist im Beruf so, es ist im privaten Leben so, es ist ein Mindset. Ja. Ja, und ich glaube, was natürlich auch Leistungssportler haben, die sind Wettbewerbsmenschen. Ja, es ist also auch, wenn ich mit meinen Spielern, egal ob ich Tennis spiele, ob ich Boccia spiele, hobbymäßig irgendwas mache, man will einfach gewinnen, man will einfach das Beste rausgeben. Und ich habe natürlich, auch das ist natürlich ein Prozess, dass man mit der Zeit natürlich auch ein gewisses Selbstverständnis seiner eigenen Leistung entwickelt und das auch einschätzen kann. Und ich bin glücklicherweise, habe ich auch sehr schwierige Zeiten in meiner Karriere erlebt. Also ich habe mal 6 Monate kein Gehalt bekommen, ich habe Morddrohungen in Italien bekommen, ich war 3 Stunden im Stadion eingeschlossen. Also ich bin häufig in der Kritik gestanden, weil ich einfach auch ein Spieler war, der natürlich polarisiert hat und nicht immer jedem gefallen hat. Und da entwickelst du so eine eigene Linie und das war so ein eigenes Bewusstsein, was du machen kannst. Und das ist eigentlich immer auch eine Aufgabe gewesen, die ich mir, seitdem ich auch Manager der Nationalmannschaft bin und in diesem Job mache, sage ich, am Ende musst du abends in den Spiegel schauen und sagen, ich habe das gemacht, wovon ich überzeugt bin. Du musst natürlich manchmal Kompromisse machen und du musst auf Menschen zugehen. Aber ich habe gesagt, du darfst nie Dinge machen, weil du nicht den Mut hattest, das andere nicht durchzuziehen oder weil du vielleicht effekthascherisch populär sein wolltest oder irgendwie etwas für die Medien machen wolltest. Also das ist enorm wichtig und das hat sich eigentlich immer wieder ausgezahlt, weil letztendlich kannst du dafür dann wirklich auch gerade stehen. Letztendlich kannst du dafür auch Energie in dir selbst entwickeln und andere überzeugen. Und am Ende muss man sagen, auch alles das, was in den Medien ist, ist ein Schauspiel. Ne? Man darf das einfach nicht persönlich nehmen. Man lässt es persönlich vorbeiziehen und ich sage immer, solange einer Kritik daran übt, ob ich die richtige Entscheidung hier treffe oder gut gespielt oder schlecht habe, kann ich vollkommen mit leben, wenn meine Familie in Ruhe gelassen wird, wenn nicht sagen wir mal, auch persönliche Dinge genannt werden, wie was weiß ich, der hat was verbrochen oder der ist korrupt oder was auch immer, dann wird es natürlich schon persönlich. Aber alles, was so in diese fachliche Einschätzung geht, da lebe ich mit und es ist ja auch, es ist ein bisschen Entertainment, ein bisschen Schauspiel. Und mit der Zeit gewöhnst du dich natürlich dran, dass die Leute riesig aufschreien und man eigentlich merkt, dass es dann trotzdem irgendwie weitergeht. Und häufig ist es auch so, und das sollte vielleicht auch all den jungen Menschen Mut machen, für ihre Dinge gerade zu stehen. Manchmal behauptest du was, und ich habe es ja auch, ich habe es als Spieler gehabt, ich habe es als jetzt auch hier mit der Akademie, die am Anfang sehr kritisiert wurde, in Frage gestellt wurde, Campo Bahia in Brasilien, die Leute schimpfen, du hältst es durch, es wird gut. Und dann sind sie alle riesig happy und applaudieren dir. Und so. Und da muss man einfach die Geduld haben und seine Dinge durchziehen. Was siehst du jetzt trotzdem als größte Herausforderung, vielleicht auch jetzt in deiner jetzigen Funktion und in deinen jetzigen auch Zukunftsperspektiven? Was findest du da einfach auch persönlich sehr herausfordernd? Also, sagen wir mal, sportlich gesehen, die größte Herausforderung ist es eigentlich den deutschen Fußball, der gerade, wir haben Indizien, dass es gerade die Entwicklung nicht ganz so positiv ist, dass wir sie wieder mit einem großen Wurf, nämlich dem Projekt Zukunft, auf eine ganz neue Ebene bringen. Das bedeutet große Anstrengungen seitens des gesamten Fußballs, des Profifußballs wie Amateurfußballs. Da wollen wir Strukturen verändern, da wollen wir Wettbewerbe verändern, da wird vielleicht Geld in die Hand genommen werden müssen, um auch zusätzliche Ausbilder und Trainerbegleiter einzustellen. Und das bedeutet natürlich wieder auch sportpolitischen Kampf. Das bedeutet viele Gespräche. Aber das ist eine wichtige Aufgabe. Und
Ja, ich, für mich persönlich sind es eigentlich diese Herausforderungen, sind es eigentlich zwei. Das eine ist, von der Vielzahl von Themen, die man auf dem Tisch hat und die ich natürlich jetzt auch als Direktor aller Nationalmannschaften und auch der Akademie habe, es ist ein riesig breites Spektrum, dass man da immer wieder fokussiert bleibt und sich immer wieder genau die Themen raussucht, die einfach lebensnotwendig für uns sind und die verfolgt. Und dass ich eigentlich diesen Mix immer wieder finde zwischen, ja, also auch mit Überzeugung, die teils unbequemen Dinge durchzuführen und trotzdem das System mitzunehmen und in diesem System zu arbeiten. Weil man ist kein Einzelgänger, man braucht die anderen Menschen, man will Dinge gemeinsam erreichen. Aber hin und wieder da muss es halt knallen, ja, damit Dinge sich auch bewegen. Und das ist dann nicht immer angenehm. Und ich hoffe, dass ich den Spagat weiterhin bekomme. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute dafür auf jeden Fall auch. Und jetzt nochmal, um auch mit einem Positiven vielleicht zu enden, was sind so die Freuden? Also was lässt dich vielleicht auch jeden Tag so, boah, was treibt dich so an, weiter Dinge weiterzuentwickeln oder wirklich gesellschaftlich Veränderungen? Oder was ist so dein Antrieb und Motivation? Ja. Also der Antrieb ist natürlich die Möglichkeit erstmal, du hast... Wir haben echt die Möglichkeit im DFB, auch mit der Akademie, mit der Direktion, den deutschen Fußball mitzugestalten und ganz wichtige Schritte nach vorne zu gehen. Dann hast du die Möglichkeit, wirklich Einfluss auf junge Menschen zu nehmen. Und für uns spielen Werte schon eine große Rolle. Also für mich ist es schon immer wichtig, dass wir neben der sportlichen Entwicklung einfach auch Persönlichkeiten hervorbringen, die im Leben stehen, die interessiert sind. Und das versuchen wir also auch in allen möglichen Programmen, indem wir auch bei den Länderspielreisen Vorträge bringen. Ich bringe Bücher mit. Wir haben verschiedene Aspekte, die dann eben, dass einer jetzt nicht nur so sagt, ich bin jetzt nur der Fußballer und denke nur auf den Platz. Was am schönsten eigentlich ist, und ich bin ein Teamplayer, ist Dinge mit dem Team zu erleben. Und das ist einfach schön, wenn man eine Reise angeht, wenn man mit viel Mühen anfängt und eine Gruppe zusammenstellt, und damit meine ich jetzt all meine Mitarbeiter, ich habe 120 in meiner Direktion, und auf einmal spürst du, da entsteht so eine Gruppenenergie und man erarbeitet, erreicht Ziele zusammen. Also das ist eigentlich, das macht unglaublich viel Freude, und man ist jetzt ja auch schon ein bisschen älter. Und insofern freut man sich natürlich auch schon, wenn man dann eben so junge Menschen sieht, die unglaublich neugierig sind, die einen Drive haben, die einen wirklich auch challengen und einen auch herausfordern, wenn die sich einfach nach vorne entwickeln. Das ist eigentlich, das bringt total viel Spaß. Und das ist für mich enorm wichtig, dass man einfach auch zur Arbeit geht und mit den Menschen Spaß hat, mit denen man arbeitet und gemeinsame Ziele hat. Für mich ist es immer so, und das haben wir ganz stark bei der Nationalmannschaft, wo wir eine unglaublich verschworene Gemeinschaft sind und eine, also bist auch herzlich mal eingeladen, vorbeizukommen. Es ist da schon eine besondere Stimmung. Und die Stimmung kommt einfach, weil wir auch die richtigen Charaktere aussuchen. Und das ist das Allerwichtigste, dass der Charakter stimmt. Da kann er noch so gut, fachlich gut sein. Wenn der Charakter nicht passt, möchte ich ihn eigentlich nicht in meinem Team haben. Und das ist schön. Cool. Super. Vielleicht abschließend noch jetzt, wenn du ja jungen Trainern oder auch jungen Sportlern jetzt noch mal 1, 2, 3 Tipps, weil du sagst, man ist nicht mehr der Jüngste, aber so sehe ich das ja gar nicht. Aber jedenfalls, wenn du den jungen Menschen noch mal auf dem Weg was geben darfst, so richtig schön 2, 3 Tipps, Ratschläge, das ist das, das und das und das, auf den Punkt gebracht. Ja, es ist... Also irgendwie, ja, also habt auch eure Träume, eure Visionen und verfolgt die mit Hartnäckigkeit und das heißt mit Leidenschaft und vergesst nie diese Leidenschaft, die euch eigentlich zu diesem Sport hingebracht hat. Und es geht aber alles nur über viel Arbeit. Man wird aber irgendwann sehen, dass die Arbeit Spaß bringt, weil man sich irgendwie weiterentwickelt. Sich nicht von Rückschlägen und Niederlagen zurückwerfen lassen, sondern das soll noch eine weitere Motivation sein. Ja, und einfach mit viel Freude diese,
diese Dinge angehen. Wenn ich jetzt noch weitergehen würde, würde ich sagen, ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Wenn du jetzt noch höhere Ambitionen hast, mach dir einen Plan. Nimm dir wirklich einen Plan und optimalerweise such dir vielleicht auch irgendwie einen Mentor. Also es ist irgendwie, such dir eine Person, die jetzt nicht ganz nah familiär bei dir steht, die irgendwie so befangen ist, die aber für Erfolg, für eine richtige Herangehensweise, für ein wertebasiertes Leben steht. Und die kann dir helfen, deinen Plan irgendwie zu entwickeln. Und dieser Plan kann manchmal auch nur sein, ja, ich will 3-mal die Woche extra trainieren oder ich muss an gewissen Dingen arbeiten oder ich muss mich mal schlau machen, in welches Sommercamp ich gehen kann. Also das sind so Dinge, da glaube ich schon dran, dass Sachen auch nicht immer so von alleine passieren, sondern dass man sie sich wirklich gestalten muss. Im Kopf als Traum, ne? Also ich sehe mich irgendwann in der NBA oder ich sehe mich irgendwann in der Bundesliga spielen und dieses Bild habe ich immer vor Kopf und daran arbeite ich, aber auch manchmal dann auf Papier, indem man sagt, was kann ich denn alles dafür tun? Ja, genau das, was du da auch alles so erzählst, wollen wir echt auch in die Welt bringen und die, ja, die große, tolle Herausforderung finde ich, das wirklich das ins Leben zu bringen, weil Werte ist ja so ein bisschen dieses auch, ja, man kann schnell Respekt sagen, aber wie kann ich wirklich das auch leben und wie lebe ich selber und das, da sind wir gerade dran und das finde ich das Tolle, dass wir das teilen. Das ist toll. Also ich finde, wir haben das auch bei uns gelebt und ich bin, du musst es natürlich mal aufschreiben und du kannst es auf Plakate setzen, aber du musst es am besten leben. Und das ist eigentlich auch bei uns bei der Nationalmannschaft so, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt Respekt haben wollen, dann müssen wir das mit vielen kleinen Gesten, mit vielen Dingen, auch in der Ansprache mit den Spielern einfach immer demonstrieren. Und das Beste, glaube ich, ist einfach, es so zu praktizieren. Und das fängt halt bei den Trainern an. Und das ist, ich habe das mal auch bei Eltern mitbekommen. Natürlich kann ein Elternteil sagen, ihr müsst lesen. Wenn die Kinder die Eltern nie lesen sehen, werden sie wahrscheinlich auch nie lesen. Aber wenn sie die Eltern vielleicht ständig was lesen sehen, brauchen die Eltern gar nichts sagen. Ne? Weil die Kinder sagen, hey, lesen ist irgendwie gut oder ich sehe, das gehört dazu. Und da glaube ich viel dran, mit Beispiel vorangehen. Und jetzt sind wir wieder beim Leadership. You have to walk the talk. Also du musst einfach mehr noch als Worte, und das verstehen vielleicht viele auch immer verkehrt, dass irgendwie der Leader steht da und der sagt, wo es hingeht. Das ist eigentlich durch dein, wie du dich gibst, wie du handelst, wie du Dinge angehst. Das ist noch viel wichtiger. Dankeschön. Danke. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite fortioncampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein Fortioncampus-Team.